So, wir haben hier zwei Autos, einmal Verbrenner, einmal Elektro 1 zu 5. Und jetzt kriegen wir mal kurz erklärt, wo hier der Unterschied liegt zwischen den beiden Chassis. Fangen wir mit dem Elektro an. Der Elektro, ja, wir haben einfach einen Motor, einen Elektromotor, einen Akku, 22.000 mAh. Dann der Regler von Hobbywing. Den Motor haben wir extra umgebaut mit einem Lüfterrad und einem Ventilator. Der normalerweise geschlossen ist, der Motor. Mhm. Ja, das Chassis haben wir auf 4 mm umgebaut, von 8 mm Alu auf Carbon und eigentlich Sandwich. Bauweise? Bauweise, genau, danke. Okay. Ja, und so bringt es halt einfach die Stabilität und die Steifigkeit rein. Der Elektro in den Benziner einzubauen hat einfach nicht richtig funktioniert, weil die Steifigkeit einfach nicht mehr da war. Mhm. Ja. Also nicht einfach nur den Motor ausgebaut und den Tank rausgenommen? Genau, das hat nicht funktioniert, weil erstens vom Gewicht her, wir waren viel zu schwer. Ja. Und wir haben alles optimiert. Mhm. Und um überhaupt die das Ganze mit den Benzinautos aufzunehmen, musste einfach da ein bisschen mehr. Also der Akku und der Motor ist quasi schwerer als das Verbrenner mit dem Tank ja, zusammen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Aber ja, wir brauchen schon das Gewicht, weil du einfach so viel Leistung hast, dass du das überhaupt die Straße bringst. Ansonsten die Aufhängungsteile, das ist alles identisch? Genius. Genau, das ist alles von Genius. Also im Prinzip ist es nur, der Rest ist praktisch vom Verbrenner übernommen, die Scheibenbremse vorne, die genau. Aufhängung. Genau. Nur ihr habt das Chassis praktisch optimiert auf Elektro und in die Mitte den Akkuschacht gebaut. Genau, und der Akkuschacht selber ist auch sozusagen die Versteifung von dem ganzen Auto. Hm. Weil der Akku muss eigentlich eingepackt sein in den Handkoffer. Genau. Und ganz normal hinten auch wieder Untersetzung könnt ihr frei wählen, also sprich Motorritze wechseln, Motorposition ändern. Das ist ganz alles geblieben. Genau. Also muss keine Veränderung am Differentialblatt gemacht werden. Die Halterung wurde halt von uns gemacht, genau, die Halterung. Mhm. Haben wir natürlich viele Löcher drin, weil wir alle Motoren probiert haben, wo es jetzt so einigermaßen auf dem Markt gibt, um den besten rauszusuchen. Ja. Moment, jetzt ist einfach die Fahrzeit, ist einfach schwierig, die Fahrzeit die Leistung zu bringen und die Fahrzeit von 30 Minuten zu erreichen. Ja, gut. Ja, wir dürfen ja nicht nachtanken, ne? Ja, wir dürfen nicht nachtanken. Nee, genau. Wir werden jetzt auch beim Warm-up, beim Aufwärmrunde werden wir einen Akku reinbauen, den werden wir rausbauen und dann den Rennakku reinbauen. Ja. Um die 2 Minuten wenigstens rauszuholen. Wie viel Volt Akku habt ihr drin? Das ist ein 8S. Ist ein 8S, ja. 8S, genau. Und dementsprechend, klar, logisch, ein 8S-Regler. Genau, genau. Der große, dicke, nicht der kleine. Regler. Und ansonsten hat man ja gerade gesagt, ne, Fahrwerk ist genau das gleiche wie vom FW01, also sprich vom normalen Megatech mit Verbrennungsmotor. Nein, Genius. Vom Genius, Entschuldigung. Genius. vom Genius, das ganz ist normal. Megatech, genau. Das hier ist Genius und das ist hier vom Megatech. Aber ist im Prinzip implementierbar von allen 1 zu 5ern. Genau. Dass man das quasi entweder entwickelt, man gibt ja auch andere Hersteller, die das entwickelt haben, oder eben man baut ein eigenes Chassis. Und das Chassis Kohlefaser halt dem geschuldet, genau. Um Gewicht zu sparen. Wir haben erst versucht, den Motor unten zu lassen, aber dann bist du einfach gebunden mit dem Gewicht. Ja. Hast du keinen Platz. So haben wir jetzt 4 cm Luft, wo wir mit dem Gewicht nach vorne zurückgehen können und mit der Balance spielen. Das ist sehr wichtig. Genau. Was wir rausgefunden haben. Ja, stimmt, sonst wäre ja wieder, sonst könnte er vom Radstand her nicht hinkommen. Genau, das genau, stimmt. Genau. Ja. Genau, und ansonsten, wie gesagt, ne, hier seht ihr das nochmal ganz normal, wie beim Nitro, die Hydraulikbremse für vorne und hinten genauso. Das ist hier bei dem anderen Auto genauso im Prinzip 1:1 übernommen. Ja, ansonsten. Gibt es da eigentlich gar nicht viel zu sagen. Das war es dann eigentlich schon. Wir werden sehen. Im Finale gut genau. Im Video werde ich ja noch nachreichen, beziehungsweise hinten dranhängen, wo der Elektro fährt, damit ihr mal im Vergleich seht, wie das Ding abgeht. Gegen die Stinker. Ja, gegen die Stinker. Was man sagen muss, gestern im Superpole-Finale, der Elektro war auf der Geraden einen Tick schneller wie der Nitro. Aber ist klar, der kommt natürlich wesentlich schneller auf Geschwindigkeit, im Gegensatz zum Verbrenner.
Das ist ganz klar. Und aus den Ecken raus macht er natürlich auch mal ein bisschen was gut. Aber ja, jetzt schauen wir mal. Ja, stimmt, durch die Beschleunigung hast du natürlich immer noch ein bisschen mehr. Du hast nicht dieses, aber du musst es halt auf die Straße genau bringen. Das ist echt Fingerspitzengefühl zum Beschleunigen. Alles klar, danke schön. Okay, ich danke. So, hier die Vorderradaufhängung, dort hinten nochmal die Hydraulikbremse, ihr seht da hinten den schönen Bremssattel, die Scheibenbremse aus Epoxy, meistens sind dann auch die Bremsbacken aus Stahl, dann hier vorne Kohlefaser, haben wir ja schon erzählt, Servos sind natürlich frei wählbar, das ist klar, Aluminiumradaufhängung, einstellbar, Spur, Sturz, hier Ackermann-Effekt, also sprich hier lässt sich die Spurstange noch mal ändern von der Anlenkung. Dann haben wir hier den Akkuschacht, die Versteifung von der Sandwich-Bauweise, also sprich wir haben hier ein kleines Topdeck drin zur Versteifung. Der Motor ist hier oben eingebaut, warum? Ja, man hat es nicht hier unten hingekriegt, ansonsten hätte man Probleme mit dem Akkuschacht bekommen. Untersetzung ist hier frei wählbar, ihr seht die verschiedenen Löcher hier. Dann haben wir hier die Einzelradaufhängung hinten, auch vom 1:5er bekannt. Stoßdämpfer, stabil, alles einstellbar. Klar, Differential auch in der Härte einstellbar, also Sprit, alles Öl. Und hier hinten Scheibenbremse, also Hydraulikbremse hinten. Das nochmal etwas näher betrachtet. Hier auf der Seite, klar, der Motor, der Regler.